Herzlich willkommen im Ocean Sun Dive Resort in Tulamben auf Bali. Ich bin Ricardo und möchte euch heute ein neues Tauchgerät von Maris vorstellen. Es geht dabei um den Horizon, ein halbgeschlossener Breather, der speziell für Sporttaucher entwickelt wurde. Janos steht mir dabei heute zur Seite, da er gerne den Kurs zum SCR Horizon Diver machen möchte und ein paar interessante Fragen zu diesem Thema hat. Zusammen schauen wir uns an, was den Horizon so besonders macht und welche Vorteile sich daraus ergeben. Außerdem möchten wir euch die wichtigsten Bauteile zeigen, sowie den Horizon für einen Tauchgang vorbereiten. Janos, bevor wir starten, erklär mir doch mal bitte kurz, was dich an diesem Horizon so interessiert. Ja klar, mich interessiert an dem Horizon vor allem die versprochene längere Tauchzeit. Maris spricht ja hier auch von einem revolutionären Ansatz und ich bin sehr gespannt, was es mit dieser neuen Technik auf sich hat. Naja, so neu ist die Technik eigentlich nicht, da es sich um einen Rebreather handelt und diese sind schon seit dem letzten Jahrhundert bekannt. Das Popular Science, ein renommiertes Fachblatt im Bereich der Wissenschaften, erwähnte schon 1884 einen erfolgreichen Tauchansatz von einem Rebreather, der von einem Henry Albert Floyce entwickelt wurde. Der Horizon ist im Bereich der halbgeschlossenen Rebreather nun das neueste und modernste Gerät in dieser jahrzehntelangen Entwicklung und kann mit einigen technischen Innovationen überzeugen. Du sprichst über einen halbgeschlossenen Rebreather. Was genau bedeutet das? Ein Rebreather ist ein Kreislaufgerät, in dem die Luft durch unsere Atmung zirkuliert. Wir unterscheiden dabei zwei Arten. Wenn wir keine Luft verlieren, nennen wir das einen geschlossenen Rebreather. Halbgeschlossen bedeutet dagegen, dass wir etwas von der Luft aus dem Kreislauf an die Umgebung abgeben. Der geschlossene Rebreather ist dabei ein sehr anspruchsvolles Gerät und wird von erfahrenen Tauchern für tiefe und lange Tauchgänge genutzt. Ein halbgeschlossener Rebreather ist weniger anspruchsvoll und du kannst mit weniger Erfahrung deine Ausbildung beginnen. Bei meinem Horizon sind das 24 gelockte Tauchgänge, der Nitrox und der Tieftauch-Spezialität. Das ist ja super. Also muss ich mich nicht erst als technischen Taucher ausbilden lassen, um einen Rebreather nutzen zu können. Jetzt bin ich aber wirklich gespannt, wie der Horizon funktioniert. Lass mich dazu als erstes die Grundfunktion, die ein Rebreather auszeichnet, erklären. Ein Rebreather ist eigentlich nichts anderes wie ein Plastiksack, aus dem wir atmen. Na, ich hoffe doch, dass der Horizon schon etwas besser ist als ein Plastiksack. Ja, natürlich. Hier sehen wir auch nur die Lagerung und die Zirkulation. Beides hatte ich ja gerade schon erwähnt. Die Atmung bewegt die Luft, was die Zirkulation beschreibt. Diese Zirkulation findet zwischen Lunge und Plastiksack statt. Und wir verlieren dabei keine Luft an die Umgebung, was dann die Lagerung beschreibt. Ja, das macht Sinn. Was sind denn die anderen beiden Funktionen? Das sind die Extraktion und Addition. Beim Stoffwechsel verbrennt der Körper ja bekanntlich Sauerstoff, ja, und produziert Kohlendioxid. Wir müssen nun die Luft von diesem Kohlendioxid reinigen, was die Extraktion beschreibt. Als letztes sollten wir natürlich auch unseren verbrauchten Sauerstoff nachfüllen, was nichts anderes als die Addition ist. Wir haben ja hier den Horizon. Zeig mir doch mal am Gerät, wie das genau funktioniert. Ja, gerne. Das lässt sich sehr gut erklären, indem wir uns den Weg der Luft durch den Horizon anschauen. Wenn wir in dieses Mundstück ausatmen, leitet ein Ventil die Luft durch den Atemschlauch zu dieser Gegenlunge. Hier sehen wir also die Speicherung der ausgeatmeten Luft. Danach strömt die Luft durch diese beiden Kammern. Hier haben wir verschiedene Ventile zur Sauerstoffanreicherung, sowie zwei Patronen mit sogenannten Arkenkalk, der die Luft reinigt. Nachdem die Luft gereinigt und mit Sauerstoff angereichert ist, geht sie in die zweite Gegenlunge und wird wieder gespeichert. Wenn du nun wieder einatmest, kommt die frische Luft über diesen Atemschlauch zurück zum Mundstück und wir schließen damit den Kreislauf. Wir nennen diesen Kreislauf übrigens auch ganz einfach Loop. Ah, verstehe. Die Gegenlungen sehen ja wirklich wie ein Sack aus. Das ist aber kein Plastik, oder? Nein, das Material ist schon etwas Besseres. Genau genommen ist es ein lebensmittelechter, elastischer, hochwertiger Kunststoff. Da dieser dicht sein muss, ist er mit einer speziellen Schweißtechnologie versiegelt und liegt geschützt im Gehäuse. Alles klar. Also die ausgeatmete Luft fließt hier in die Gegenlunge und dann in die erste Kammer. Was passiert hier genau mit der Luft? Hier platzieren wir die erste Patrone mit dem Atemkalk. Dadurch muss die Luft den Atemkalk von unten nach oben durchströmen und das Kohlendioxid wird durch einen chemischen Prozess aus der Luft absorbiert. Ich habe hier eine gefüllte offene Patrone, wo du sehen kannst, wie der Atemkalk aussieht.
Der Artenkalk ist ein feinkörniges Granulat und ist speziell für den Einsatz in Rebreathern konzipiert. Beim Horizon fasst jede Patrone ca. 1 Kilo. Aber warum haben wir denn hier zwei Kammern, also zwei Patronen? Die Aufteilung hat zwei Gründe. Das Ziel von Maris bei der Entwicklung war ein geringer Wasserwiderstand. Durch die Aufteilung konnte die Höhe des Horizons reduziert und ein stromlinienförmiges Design umgesetzt werden. Der zweite Grund ist die Sicherheit. Das Problem am Artenkalk ist, dass wir nicht messen oder kennen können, wie weit er sich mit Kohlendioxid aufgesättigt hat. Er absorbiert das Kohlendioxid auch nicht gleichmäßig, sondern sättigt sich dort zuerst auf, wo die ausgeatmete Luft zuerst hineinströmt. Ein Zeitrahmen begrenzt die Nutzung und teilt uns mit, wann der Kalk in der ersten Patrone zu 2/3 aufgesättigt ist. Wir wechseln dann den Kalk, da eine vollständige Aufsättigung viel zu gefährlich wäre. Durch die Aufteilung wechseln wir also nur den Kalk aus der ersten Patrone. Die zweite Patrone mit dem frischen Kalk dient dann als Sicherheit für den unwahrscheinlichen Fall, dass wir den Zeitrahmen überschreiten und die erste Patrone voll gesättigt ist und kein Kohlendioxid mehr absorbieren kann. Wo sehe ich denn, wie lange ich den Kalk nutzen darf? Das siehst du am integrierten Controller vom Horizon, der alle Systeme überwacht. Schau mal bitte hier auf den Bildschirm. Hier unten rechts sehen wir eine Zeit. Ich hatte die erste Patrone heute neu gefüllt, dann den Controller auf Scrubber-Einstellung resettet und kann nun diesen Kalk 3 Stunden und 34 Minuten nutzen. Okay, du hattest gesagt, wir wechseln die erste Patrone. Wechseln wir denn gar nicht den Kalk in der zweiten Patrone? Da diese Patrone ja immer noch ungesättigten Kalk hat, können wir diesen einfach in der ersten Kammer nutzen, bis auch hier 2/3 erreicht sind. Wir tauschen also ganz einfach beide Patronen aus. Kann es da nicht zur Verwechslung kommen? Wir haben dazu diesen kleinen Topmarker, welcher immer auf der Patrone geschraubt wird, welche in die erste Kammer kommt. Einfach, aber genial. Wie funktioniert denn nun die Addition? Die Addition erfolgt beim Horizon über zwei verschiedene Ventile, die den Horizon über mitgeführte Tauchflaschen mit dem Artengas versorgen. Wir haben hier in der ersten Kammer ein sogenanntes aktives Ventil, welches die Luft mit 5 Liter pro Minute Artengas anreichert. In der zweiten Kammer haben wir ein elektronisches Ventil, welches nochmal 25 Liter pro Minute liefern kann. Also werden bis zu 30 Liter an den Horizon geliefert. Das ist ja eine Menge. Wozu ist das gut? Dazu muss ich noch etwas weiter ausholen und die Wirkungsweise des Horizons erklären. Lass uns das doch zusammen machen. Weißt du noch, wie viel Sauerstoffanteil wir in der Atemluft haben? Ja, das sind ca. 21%. Richtig. Wie viel ist das im ausgeatmeten Gas? Ich glaube, es waren so 17%. Genau. Beim Regulator werden dann diese 17% an die Umgebung ausgeatmet und wir verlieren den da enthaltenen Sauerstoff. Beim Horizon jedoch bleiben die 17% im Kreislauf und wir injizieren die verbrauchten 4% durch die externe Gasversorgung. Wir nutzen also den vorhandenen Sauerstoff bei Weitem effizienter, was im Endeffekt auch unsere Tauchzeit verlängert. Kannst du das mit der Tauchzeit noch etwas genauer erklären? Ja, gerne. Beim Lungenautomaten atmen wir als Beispiel 15 Liter pro Minute Artengas ein, aber auch wieder aus. Mit der Größe der Tauchflasche und der geplanten Tiefe können wir nun die Tauchzeit berechnen. Beim Horizon haben wir auch die 15 Liter pro Minute Verbrauch, jedoch nutzen wir durch den Kreislauf den Sauerstoff in der vorhandenen Luft mehrmals und schauen dann, wie viel Sauerstoff wir ersetzen müssen, um ein atembares Gas von mindestens 21% aufrechtzuerhalten. Ich muss daher als erstes wissen, wie hoch der Sauerstoffverbrauch des Körpers ist und kann dann die erforderliche Luftzufuhr berechnen. Mit der Luftzufuhr, dem Sauerstoffgehalt und der Flaschengröße der externen Gasversorgung kann ich jetzt die Tauchzeit berechnen. Also sprechen wir beim Lungenautomaten von dem Luftverbrauch und beim Horizon vom Sauerstoffverbrauch. Wie hoch ist denn unser Sauerstoffverbrauch? Das hängt von der körperlichen Belastung ab. Im Ruhezustand sind das 0,6 bis 1 Liter pro Minute. Bei starker Anstrengung kann der Verbrauch jedoch bis auf 3 Liter die Minute ansteigen. Wir nennen diesen Verbrauch übrigens metabolischen Sauerstoffverbrauch. Dieser ändert sich nicht durch den Umgebungsdruck, was ein weiterer Vorteil auf den Bezug auf die Tauchzeit ist. Der Verbrauch des mitgeführten Artengases ist dadurch auf jeder Tiefe gleich hoch. Verstehe ich das jetzt richtig? Ich kann also auf 30 Metern genauso lange tauchen wie auf 10 Metern. Ja, das siehst du richtig. Der Vorteil der längeren Tauchzeit steigt beim Horizon, umso tiefer du tauchst. Und wir haben hier einen enormen Zeitgewinn im Vergleich mit einem Lungenautomaten. Das ist wirklich sehr interessant.
Aber wozu gibt es denn nun zwei Ventile? Lass uns dazu nochmal die Position der Ventile genauer betrachten. Das aktive Ventil, welches 5 Liter die Minute liefert, sitzt direkt hinter der ersten Atemkalkpatrone. Hier findet also eine konstante Anreicherung der Luft statt. Danach geht die Luft zur zweiten Kammer durch die zweite Patrone in den Bereich, wo zwei Sensoren das Atemgas analysieren. Und sollte es nicht den gewünschten Sauerstoffgehalt haben, öffnet sich automatisch das elektronische Ventil. Wie schon erwähnt, kann dieses Ventil zusätzlich 25 Liter die Minute Atemgas liefern und stellt damit sicher, dass der Sauerstoff deines Atemgases niemals weniger wie 21% hat. Das macht den Horizon übrigens so besonders, da bisherige halbgeschlossene Rebreather maximal 16 Liter pro Minute schaffen. Wie ich sehe, haben wir hier zwei Flaschen und eine davon scheint Nitrox zu sein. Ja, es muss ein Atemgas mit mindestens 30% Sauerstoffgehalt genutzt werden. Wenn ich hier später im Kurs eine Berechnung zeige, wirst du sehen, dass bei 3 Liter pro Minute Sauerstoffverbrauch, also bei sehr starker körperlicher Belastung, wir ein ERN30 benötigen, um nicht den minimal zulässigen Wert von 21% im Horizon zu unterschreiten. Ach so, also ist der Sauerstoffgehalt im Horizon geringer als in der Flasche? Ja, auch das siehst du richtig. Das Atemgas von der Flasche wird ja über die Ventile in das Gerät injiziert. Und dort vermischt es sich mit der ausgeatmeten Luft. Es muss also geringer sein. Den Nitrox-Wert im Horizon können wir dabei selber bestimmen, indem wir unseren Controller einstellen, der dadurch die Luftzufuhr mit dem elektronischen Ventil steuert. Dieser Nitrox-Wert im Horizon ist unser Setpoint. Wir schauen uns das später beim Zusammenbau noch etwas genauer an. Wie sieht es denn eigentlich mit der Stromversorgung im Horizon aus? Wo ist denn die Batterie? Die Batterie ist hier und wir haben insgesamt 3 voneinander unabhängige Kreisläufe. Der erste versorgt den Controller und die Elektronik und die anderen beiden die Sauerstoffsensoren. Wieso denn die Sauerstoffsensoren? Die Sensoren messen den Sauerstoffgehalt durch einen elektronischen Strom. Wie das genau funktioniert, erkläre ich dir später im Kurs. Aus Sicherheitsgründen hat jeder Sensor seine eigene Versorgung. Und wie ich sehe, nutzen wir 2 Flaschen als externe Gasversorgung. Das hängt von der Ausbildung in dem jeweiligen Gerät ab. Maris bietet eine No-Deco und eine Deco-Version an. Die No-Deco-Version wird mit einer Tauchflasche genutzt, den sogenannten Bottentank, und ist auf 30 Meter Tiefe limitiert. Auch darfst du dort die Nullzeit nicht überschreiten. Bei der Deco-Version nutzen wir einen zweiten Tank, den Deco-Tank, und haben ein Tiefenlimit von 40 Metern. Durch den zweiten Tank sind 25 Minuten Dekompression erlaubt. Wir dürfen also die Nullzeit eine bestimmte Dauer überschreiten. Ah, und wie baut man das jetzt alles zusammen? Ich würde vorschlagen, dass wir das jetzt mal gemeinsam machen. Einverstanden? Na klar. Für den Zusammenbau gibt es eine Checkliste von SSI. Ja, bis Punkt 3 habe ich heute früh schon erledigt. Ja, habe heute schon den Bottentank und den Dekotank analysiert, beschriftet und soweit vorbereitet. Ich würde vorschlagen, du startest mit Punkt Nummer 4. Ja, und ich führe die Schritte aus. Alles klar, so machen wir das. Vergewissere dich, dass der neueste Sauerstoffsensor weniger als 7 Monate alt ist. Ersetze ihn bei Bedarf und notiere das Datum. Die Sauerstoffsensoren müssen nach 7 Monaten gewechselt werden. Wir haben hier das Datum auf den Sensoren beim Einbau notiert. Wie du siehst, haben wir diese Sensoren im November letzten Jahres eingebaut. Also kann man die Sensoren auch alleine wechseln? Ja, das geht sehr einfach. Und die Sensoren sind mit einer Schraubverbindung an diesem Gitter befestigt. Nummer 5. Wähle am Controller den Modus Kalibrierung und folge den Anweisungen auf dem Display, um die Kalibrierung abzuschließen. Dann schauen wir bitte auf den Controller. Im Hauptbildschirm gehen wir über die Einstellung in das Menü. Dort sehen wir den Punkt Kalibrierung. Diesen Punkt wählen wir aus und der Controller sagt uns, dass wir das Gitter mit den Sensoren aus der Kammer nehmen sollen. Fertig. Wir müssen das bestätigen. Nun sollen wir einen Knopf drücken. Schau mal, Janos, das ist dieser hier in der zweiten Kammer direkt an dem Kasten der Elektronik. Den halten wir gedrückt. Das System prüft nun die Stromspannung an den Sensoren. Okay, der Controller sagt uns, dass alles in Ordnung ist. Bitte zum nächsten Punkt. Okay, Nummer 6. Installiere das Sensorgitter und vergewissere dich, dass die Kabelführung korrekt ist. Hier legen wir das Gitter wieder in die Kammer und achten darauf, dass es vernünftig liegt, so dass die Kalkpatrone nachher gut in die Kammer passt. Nächster Punkt. Nummer 7. Überprüfe die verbleibende Standzeit für den Atemkalk.
Fülle bei Bedarf frischen Atemkalk nach. Das hatten wir ja schon gemacht und wir hatten 3 Stunden und 34 Minuten Tauchzeit auf den Kalk. Nummer 8. Überprüfe die O-Ringe der Atemkalkpatrone, reinige die Dichtungsflächen und schmiere sie bei Bedarf. Die O-Ringe sitzen hier an beiden Kammern. Schaut soweit gut aus. Okay, Nummer 9. Setze die Atemkalkpatronen in das Gerät ein mit dem Topmarker auf der Ausatemseite. Okay, hier ist unser Topmarker. Das bedeutet, dass diese Patrone in die erste Kammer kommt. Demzufolge kommt die zweite Patrone in die zweite Kammer, wo die Sensoren sitzen. Okay, Nummer 10. Schließe und verklammere die Patronendeckel. Das sind diese beiden roten Kappen, die wir hier einfach einklemmen. Nochmal schauen, ob sie richtig sitzen. Okay, passt. Wir verschließen auch gleich das Batteriefach. Fertig, check. Nummer 11. Vergewissere dich, dass der Batterieladezustand am Controller über 30% liegt. Dazu checken wir wieder den Controller und wählen diesmal die Infos auf der rechten Seite aus. Zweimal bestätigen und wir sehen hier nun den Ladestand von E1, dem ersten Sensor, E2, den zweiten Sensor und DC, unserem Controller. Alle haben mehr wie 30%, check. Nummer 12. Schließe und sichere die Hauptabdeckung. Das ist ein einfaches Klicksystem. Hier einhaken und auf der anderen Seite einrasten lassen. Bitte vorsichtig sein, nicht gewaltsam schließen und prüfen, ob der Verschluss richtig sitzt. Schaut soweit gut aus, check zum nächsten Punkt bitte. Nummer 13. Überprüfe die Einwegventile im Mundstück des Loops. Überprüfe das Mundstück und die O-Ringe am Loop, reinige die Dichtflächen und schmiere sie. Okay, das schauen wir uns etwas genauer an. Die Einwegventile sollen sicherstellen, dass die Luft nur in eine Richtung durch den Kreislauf strömt. Eine Seite lässt also die Luft rein und die andere Seite lässt sie wieder raus. Wir können das sehr gut überprüfen, indem wir diesen Hebel auf Loop stellen. Die Öffnung von dem Atemschlauch halten wir nun an die Wange und atmen über das Mundstück in den Regulator ein. Hast du gesehen? Das eine Ende hat einen Überdruck und das andere saugt sich mit einem Unterdruck an die Wange an. Ventile sind also okay. O-Ringe sehen gut aus. Und zum nächsten Punkt bitte. Was macht denn dieser Hebel? Darüber hatten wir noch gar nicht gesprochen, oder? Nein. Im Mundstück ist ein normaler Lungenautomat integriert und wir können mit diesem Hebel zwischen Loop und diesem Lungenautomaten wechseln. Diese Möglichkeit des einfachen Wechsels ist eine weitere Verbesserung zu anderen Rubritern und bietet eine schnelle Lösung im Fall eines Bailouts. Bailout? Bailout beschreibt ein Verfahren, welches wir in einer Notsituation nutzen können. Im Fall eines Problems mit den Rubritern legen wir den Hebel um und bekommen das Atemgas direkt von den Flaschen. Wir müssen das Mundstück also nicht aus dem Mund nehmen und zu einem anderen System wechseln. Ach so, ja, das macht Sinn. Dann weiter mit dem Check. Okay, Nummer 14. Montiere den Loop am Gerät. Schließe den Niederdruckschlauch am Bailout-Ventil an und vergewissere dich, dass der Verriegelungsmechanismus angebracht ist. Okay, hier ist der Niederdruckschlauch, der unser Bailout-Ventil versorgt. Wir schauen, dass die Schraubverbindung fest ist. Die Enden des Atemschlauchs und die Anschlüsse sind farblich markiert. So können wir die Seiten nicht verwechseln. Einfach einstecken und einrasten lassen. Fertig. Bitte zum nächsten Punkt. Okay, Nummer 15 und letzter Punkt. Schließe die Head-Up-Anzeige am Bailout-Ventil an. Das Head-Up-Display ist dieses hier und wir schließen das so an das Mundstück an. Was zeigt uns denn das Head-Up-Display? Dieses ist vor dem Gesicht positioniert, so dass du die kleine Lampe siehst, die gerade rot blinkt. Das Head-Up-Display ist mit deinem Controller verbunden und zeigt normalerweise ein grünes Licht. Beim roten Licht ist etwas nicht in Ordnung und wir müssen unseren Controller prüfen, der uns das Problem anzeigt. Wir haben also eine zusätzliche visuelle Information unter Wasser. Okay, nun blinkt sie ja rot. Kann ich also mit dem Gerät noch nicht tauchen? Nein, wir müssen erst noch eine zweite Checkliste durchgehen. Das ist unser Pre-Jump-Check. Ja, wir machen es genauso wie beim ersten Check. Ja, du liest vor und ich checke, ob alles in Ordnung ist. Alles klar, so machen wir das. Kann's losgehen? Ja.
Okay, Nummer 1. Öffne das Ventil der Bottomgas-Tauchflasche und überprüfe, ob der Fülldruck für den geplanten Tauchgang ausreichend ist. Schließe dann das Flaschenventil und mache den Atemregler drucklos. Okay, hier haben wir unseren Bottentank. Ich öffne den Tank. Wir haben 200 Bar Flaschendruck. Ich schließe den Tank und lasse die Luft über die Luftdusche ab. Passt. Super. Nummer 2. Öffne das Ventil der Deko-Gasflasche, falls verwendet, und überprüfe, ob der Fülldruck für den geplanten Tauchgang ausreichend ist. Schließe dann das Ventil und mache den Atemregler drucklos. Ja, hier haben wir den Deko-Tank. Ich öffne den Tank wieder. Wir haben 200 Bar Druck auf der Flasche. Ich schließe den Tank und über die Luftdusche lasse ich die Luft wieder ab. Nummer 3. Überprüfe die Anschlüsse der Atemgasversorgung und schließe diese an, wenn kein Wasser vorhanden ist. Die beiden farblichen markierten Schläuche müssen mit den Tanks verbunden werden. Schwarz ist dabei für den Bottentank und gelb für den Deko-Tank. Ja, es ist ein einfaches Clipsystem, ähnlich wie beim Inflator. Ja, nun schauen wir mal am Bottentank. Ja, Wasser ist nicht vorhanden und wir haben den Schlauch angeschlossen. Das gleiche beim Deko-Tank. Wasser ist nicht vorhanden und wir haben den Tank angeschlossen. Fertig. Okay. Nummer 4. Stelle sicher, dass die erforderlichen Gase und Setpoints im Controller programmiert sind. Wir gehen dazu im Controller über Einstellungen zu unserem ersten Menüpunkt, den Gaseinstellungen. Hier können wir nun als erstes den Nitrox-Wert des Bottentanks eingeben und im zweiten Schritt den dazugehörigen Setpoint auswählen. Nach der Bestätigung scrollen wir runter und wählen die Einstellung für den Deko-Tank. Wichtig ist hier die erste Einstellung, in der wir den Deko-Tank ausschalten können, für den Fall, dass wir keinen nutzen möchten. Dann stellen wir wieder den Nitrox-Wert des Deko-Tanks ein und wählen unseren Setpoint. Wir bestätigen das und unser Controller ist eingestellt. Bitte zum nächsten Punkt. Nummer 5. Vergewissere dich, dass die Batterieleistung des Controllers mehr als 30% beträgt. Auch das hatten wir schon gemacht. Aber kurz nochmal als Wiederholung. Wir gehen beim Controller auf Info, bestätigen zweimal und sehen jetzt unseren Ladestand. Alles mehr wie 30% und zum nächsten Punkt bitte. Nummer 6. Überprüfe, ob das Überdruckventil richtig funktioniert. Das ist das kleine weiße Ventil in der ersten Kammer. Hier lässt ja auch Reisen bei Überdruck die Luft raus. Um das zu prüfen, erzeugen wir nun einen Überdruck im Gerät. Der Hebel muss dabei auf den Loop gestellt sein und nun atmen wir durch die Nase ein und durch den Mund ins Mundstück rein. Achtung, funktioniert folgendermaßen. Okay, funktioniert. Nummer 7. Wähle den Modus Pre-Jump-Check am Controller aus und folge den Anweisungen auf dem Display. Einer der wichtigsten Punkte und eine enorme Verbesserung zu anderen Rebreather. Wir prüfen mit dem Pre-Jump-Check die Sensoren und die Dichtheit des Rebreathers. Sollte irgendetwas dabei nicht in Ordnung sein, gibt uns der Controller den Horizon nicht frei. Du siehst ja hier auf dem Controller, dass der Pre-Jump-Check immer noch mit einem roten Kreuz markiert ist. Außerdem leuchtet unser Head-Up-Display noch rot. Den Pre-Jump-Check starten wir im Menü im zweiten Menüpunkt und nach einem kurzen Check verlangt der Controller, dass wir ein Vakuum-Horizon erzeugen. Dieses Vakuum erzeugen wir, indem wir den Hebel auf Loop stellen, aus dem Mundstück mit dem Mund einatmen und durch die Nase ausatmen. Dieses bestätigen wir nur über Enter und nun checkt der Horizon, ob dieses Vakuum stabil bleibt. Das Vakuum ist stabil und im nächsten Schritt sollen wir unseren Bottentank öffnen und am Controller bestätigen. Erledigt. Jetzt sollen wir das gleiche mit dem Deko-Tank machen. Erledigt. Jetzt achte bitte auf die obere Anzeige. Du siehst hier zwei Nitrox-Werte. Das ist die Analyse des Atemgases von unserem Deko-Tank durch die beiden Sauerstoffsensoren im Horizon. Dieser Wert sollte mit unseren Einstellungen übereinstimmen. Ist das nicht der Fall, müssen wir davon ausgehen, dass ein Sensor kaputt ist oder unsere Analyse falsch war. Der Pre-Jump-Check bricht dann den Prozess ab und der Horizon bleibt weiterhin gesperrt. Bei uns ist halt alles in Ordnung und wir sollten nun den Deko-Tank schließen und wieder bestätigen. Fertig. Jetzt fließt das Atemgas aus dem Bottentank in den Horizon und wird wieder von beiden Sauerstoffsensoren analysiert. Wie du siehst, haben wir auch hier eine Übereinstimmung mit unseren Einstellungen.
Jetzt sollen wir mit einer Atmung beginnen. Dazu nehmen wir das Mundstück in den Mund und atmen normal ein und aus mit der Hebeleinstellung auf den Loop. Bestätigen nicht vergessen und so lange atmen, bis unser Controller meldet, dass die Sensoren okay sind. Wir sehen jetzt auch auf den Hauptbildschirm, dass der Pre-Jump-Check erfolgreich war und nun mit einem grünen Haken markiert ist. Und schauen wir bitte auf das Head-Up-Display. Jetzt leuchtet dieses auch grün. Nummer 8. Blase das Wing vollständig auf und überprüfe, ob es sein Volumen hält. Hier haben wir den Inflator. Dieser funktioniert wie bei bekannten Jackets. Voll aufblasen, kurz warten, checken, ob das Jacket dicht ist, schaut alles gut aus und bitte zum nächsten Punkt. Nummer 9. Atme das gesamte Gas aus dem Loop, um sicherzustellen, dass das automatische Zuspeisungsventil einwandfrei funktioniert. Dieses Ventil finden wir in der ersten Kammer. Es öffnet sich bei Unterdruck und fügt dem Horizon Atemgas hinzu. Wir testen das wie beim Vakuumtest. Wir atmen aus dem Mundstück ein und durch die Nase aus. Da unser Bottentank jetzt offen ist, liefert das Ventil zusätzlich Luft und vermeidet dadurch einen Unterdruck im Gerät. Alles ist in Ordnung. Zum nächsten Punkt bitte. Nummer 10. Schließe die Tauchflaschen und schalte den Controller aus. Bottentank ist zu. Deko-Tank ist zu. Den Controller schalten wir aus, indem wir über Einstellung wieder ins Menü gehen. Zum letzten Punkt, der sich Ausschalten nennt. Bestätigen das und Computers aus. Nächster Punkt. Super, der letzte Punkt, Nummer 11. Überprüfe Harness, Schrittgurt und Halteriemen auf Verschleiß, korrekte Positionierung und Befestigung. Wir haben hier die gleichen Schnellverschlüsse und Einstellungsmöglichkeiten wie an dem Wing Jacket. Aber wie das alles genau funktioniert, zeige ich dir nachher noch im Kurs. Okay, die Checklisten sind abgearbeitet, also sind wir bereit zum Tauchen. Ja, der Horizon ist bereit und wir können starten. Aber die Vorbereitung ist schon ein bisschen aufwendiger als mit einer normalen Tauchflasche. Ja, es erfordert mehr Vorbereitung, gibt uns dafür aber auch Vorteile, die ich beim Tauchen nicht mehr missen möchte. Genau, die längere Tauchzeit hatten wir ja schon besprochen. Aber was gefällt dir persönlich denn besonders gut am Horizon? Der Atemwiderstand ist im Vergleich zu Lungenautomaten geringer und die Reinigung der Luft durch den Atemkalk hat den netten Effekt, dass sie nicht zu trocken und immer angewärmt ist. So kühlen wir nicht zu schnell aus. Auch wenn es hin und wieder mal blubbert, mag ich persönlich die Stille. Okay, jetzt muss ich ja nur noch den Kurs machen. Wie lange brauche ich dafür? Du hast dich für die Deko-Version entschieden und wir werden 4 bis 5 Tage brauchen. Neben der Theorie und dem Pool werden wir 6 Tauchgänge mit den Horizon machen. Bei der No-Deko-Version dauert der Kurs übrigens 3 Tage und es werden 4 Tauchgänge absolviert. Na super, dann haben wir jetzt alles und können morgen mit dem Kurs anfangen. Ja, das können wir. Und ich würde sagen, treffen wir uns morgen um 9? Ja, alles klar. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und euer Interesse für den Horizon geweckt. Bitte teilt das Video mit euren Freunden, gebt uns ein Like und folgt uns auf unserem YouTube-Channel. Alle relevanten Links findet ihr in der Beschreibung und ich würde mich riesig freuen, wenn euch euer nächster Urlaub nach Bali führt und ihr uns hier in Tulambin besucht. Sei es zum SCR Horizon-Kurs oder zum Tauchgang am Liberty Wrack.